So, da sind wir zurück vor der schwierigen Entscheidung. Einzeln bekämpfen, nicht, ja, nein. Ich würde mal sagen, ja. Ja, ich verstehe. Dax, ich gehe davon aus, dass Sie mit Major Kiras Plan nicht einverstanden sind. Nein. Wir würden die Schlacht gewinnen, aber den Krieg verlieren. Diese Drohnen der zweiten Welle sind phaserresistent. Um sie zu bekämpfen, müssen wir Photonentorpedos einsetzen. Wenn wir das tun, werden neue, noch tödlichere Drohnen auftauchen. Es ist diese dritte Welle von Drohnen, die wir fürchten müssen. Und je früher wir irgendeine der Drohnen angreifen, desto eher wird diese letzte Welle über uns kommen. Wenn sie kommt, bevor die Defiant zurück ist, haben wir keine Überraschung mehr für sie übrig. Bennick, Sie haben die Argumente gehört. Wozu würden Sie raten? Ja, Stimme Dex zu, Kira nicht qualifiziert. Frage an Dex, Frage an Kira. Tja, noch sind wir ja in Ruhe. Oh, Freunde, das hier ist aber knifflig. Phaser-resistent. Tja, also Dex hat schon... Ich hasse es zu warten, so sehr wie jeder andere auch, aber ich bin auf Decks Seite. Lassen wir die Drohnen ruhig kommen. Hoffen wir, dass die Defiant früher als erwartet eintrifft und in der Zwischenzeit können wir uns so gut wie möglich vorbereiten. Ein wohlbedachter Rat, Botschafter. Ja. Zu diesem Zeitpunkt kein Runabout-Einsatz. Wir setzen die Vorbereitungen für den Drohnenangriff fort. Dax, sehen Sie, ob Sie eine Simulation eines Einsatzes gegen die Drohnen erstellen können. Und lassen Sie sie in einer von Quarks Holosuiten laufen. Ja, Sir. Major, wenn Sie Dax davon unterrichtet, dass der Aufmarsch der Drohnen abgeschlossen ist, nehmen Sie die Hudson. Dieses Mal werden wir sicherstellen, dass keine Kurierdrohne durch das Wurmloch entkommt. Ja, Captain. Bennick, unsere beste Überlebenschance liegt darin, den Feind und unsere potenziellen Freunde besser zu verstehen. Betrachten Sie Ihre Verhandlungen mit den Skytianern bitte als Angelegenheit von höchster Bedeutung. Ich verstehe. Gut. Sisko, Ende. Danke, dass Sie sich auf meine Seite geschlagen haben, Botschafter. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen, glaube ich. Wir werden bestimmt herausfinden, wann der Aufmarsch der Drohnen abgeschlossen ist. Ja, sonst noch etwas, Botschafter? Ja, Zia, Carricks Logbucheinträge. Da gibt es eine Menge atmosphärisches Rauschen. Bennick, wenn Sie gesehen hätten, was Methamchlorid aus Maschinen und Anlagen macht. Fast alles ist weggefressen. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir helfen könnten, die Logbucheinträge abzuhören und vielleicht einige der schwierigeren Stellen zu entschlüsseln. In Ordnung. Welche genau? Och nö. Klarheit. Hier ist einer mit der Bezeichnung Klarheit. Etwas über einen Durchbruch in Bezug auf die Skytianer. Hört sich an, als wäre es genau das, was Sie brauchen. Lassen Sie hören. Heureka. Ich glaube, ich habe die Wurzel für die Zurückhaltung der Skytianer. Es ist nicht die Angst vor Kontakten. Sie legen großen Wert auf die Klarheit der Kommunikation. Sie schätzen einzelne... Der Kontext ist... Unsere überaus wortreiche... überfordert sie. Liegt in der Sparsamkeit. Minimale... Kombination. Jetzt freue ich mich auf... wo ich es umsetzen kann. Unsere überaus wortreiche irgendwas überfordert sie. Ich glaube, er will sagen, dass wir zu viele Worte machen. Klarheit, Sparsamkeit. Versuchen Sie das, wenn Sie das nächste Mal mit den Skytianern sprechen. Reden Sie wie sie. Ein Wort, das richtige Wort. In einigen der Logbucheinträge werden irgendwelche Geräte erwähnt. Etwas Wertvolles. Wertvoll genug, um dafür zu töten? Das habe ich mich auch schon gefragt. In einem seiner persönlichen Logbucheinträge spricht er über etwas mit der Bezeichnung Refraktionsumhänge. Refraktionsumhang? Hat er erklärt, was das ist? Er hat auch davon gesprochen, 7 sehr wertvolle Geräte in unseren Besitz zu bringen. Wenn es sich bei diesen Geräten um die Refraktionsumhänge handelt... Ich glaube, es ist besser, wenn Sie Odo darüber informieren. Das hört sich an, als hätten Sie ein Mordmotiv aufgedeckt. Er hat einige Tricorder-Daten in seine persönlichen Logbucheinträge integriert. Ich werde diese Scannerwerte in den Stationscomputer herunterladen, Bennick. Vielleicht kann der einen Sinn darin erkennen. Das ist im Moment alles. Danke, Lieutenant. Ja, dann haben wir jetzt Großes vor. Wir müssen einmal nach Odo ihm das mit den Refraktionsumhängen sagen. Promenadendeck, Ebene 7, Sektion 5.
Und dann wieder zu den Skytianern. Na, gehst du raus. So. Nein, andere Richtung. Wo ist der denn? Computer. Sicherheitschef Odo lokalisieren. Sicherheitschef Odo befindet sich im Frachtraum 4, im Habitatring, Ebene 11, Sektion 6. Ah, gut, da müssen wir... Oh, die Skytianer, Lykutianer sind auch weg. Aber da müssen wir ja eh lang. Oh, was ist das denn für eines? Hallo. Attaché, ich meine Botschafter. Wir haben immer noch einige... Carlton an Kira, Major, wir haben jetzt die Hauptwellenkupplungen neu ausgerichtet. Möchten Sie es nochmal versuchen? Bestätigt. Wohin soll ich sie mitnehmen? Nirgendwo hin. Ach, scheiße, nein! Nein. Ah, nein. Das untere Promenadendeck, bitte. Computer. Wartungskorrektur 771. Promenadendeck Ebene 7, Sektion 5. Verdammt! Tja. Kira an Carlton. In Sektion 12 funktioniert er immer noch nicht. Ich sehe es. Bleiben Sie dran. Tut mir leid, Botschafter. Das dauert normalerweise nur eine Minute. Es sind diese alten kardassianischen Systeme. Wenn die mal kaputt gegangen sind, hat man alle Hände voll zu tun, sie wieder in Gang zu bringen. Ah, gibt es schon etwas Neues? Nein. Oh nein, jetzt muss ich mit der reden. Sie meinen die Skytianer? Ja. Was haben die Ihnen über diese Drohnen erzählt? Man kann nur sehr schwer mit ihnen kommunizieren. Es ist so, als würden wir uns über riesige Entfernungen anschreien. Ich kann sie hören, aber ich verstehe nicht, was sie sagen. Oh, als sie kamen, hatten wir die gleichen Probleme. Tja, sie sind den Anweisungen von Botschafter Carrick, wie man hierher kommt, gefolgt. Ganz offensichtlich hat er es geschafft, zu ihnen durchzukommen. Die Frage ist, wie? Carlton? Was ist da unten los? Es ist ein Hilfsrelais auf 11, Major. Es sieht so aus, als ob es am Gehäuse festgeschmolzen ist. Ich brauche den Partikelbrenner. Tja, wir haben den Partikelbrenner aber nicht. Keiner hat den Partikelbrenner. Tja, Sie werden den Handphaser benutzen müssen. In Ordnung. Das wird eine Weile dauern. Wie lange wird das noch dauern? Tut mir leid, Botschafter. Das dürfte nur ein paar Minuten dauern. Wir haben, einige Ausrüstungsteile verlegt. Ist das der gleiche Brenner, nachdem Sie Mr. Odo gefragt haben? Verdammtes Ding. Es ist einfach verschwunden. Wenn er kleiner wäre, würde ich sagen, dass eine Wühlmaus ihn weggeschleppt hat. O'Brien wird stinksauer, wenn wir das Ding nicht finden, bevor er zurück ist. Könnte ihn jemand gestohlen haben? Ich stand vor dem einzigen Ausgang. Ich müsste sie direkt gesehen haben. Nun ja, es ist nur... Es gab in letzter Zeit einige merkwürdige Vorfälle. Sie meinen die Drohnen? Ihr Verhalten ist eigenartig, aber ich bin sicher, dass... Nein. Unbedeutende Vorfälle. Eigenartige, nebensächliche Dinge. Ich habe in letzter Zeit einige Dinge gesehen. Vielleicht ist es nur meine Fantasie. Die Station ist so leer. Glauben Sie, dass es etwas mit der Ankunft des Harbingers zu tun hat? Was haben Sie gesagt? Davon hat mir die Vedek Rasmus erzählt. Rasmus? Sie studiert die Prophezeiungen mit besonderer Hingabe. Mal sehen. Eine Wolke über den Tempeltoren verdunkelt das Erwachen der Nacht. Ungläubige zittern vor des Habingers reinigender Macht. Ein Kinderreim? Ist es ein Schlaflied, so wie der fröhliche Vulkanier und sein Hund? Nein, es ist ein Teil unserer geheiligten Schriften. Ihre Religion? Ja, unser Glaube an die Propheten gehört zu dem, was Bajor zusammengehalten hat, als die Cardassianer versuchten, uns auseinanderzubringen. Die Propheten benutzten die geheiligten Schriften, um uns anzuleiten und um uns vor den Gefahren zu warnen, die in Zukunft auf uns lauern.
Carlton an Kira. Hier Kira, sprechen Sie? Tut mir leid, wegen der Verzögerung, Major, aber das geschmolzene Duranium ist härter als... Als das Herz eines Cardassianers, ich weiß. Bereit für einen weiteren Versuch? Ja, Sir, Befehlspuffer wird gelöscht, fangen Sie an. Drücken Sie uns die Daumen, Botschafter. Computer, Wartungskorrektur 771. Promenadendeck, Ebene 7, Sektion 5. Viel Glück, Botschafter. Ja, ich werde hier Schluss machen. Nächstes Video folgt. Bis dahin, NRW 18. Adieu.